Hi, heute geht es um die Impressumspflicht. Viele, die einen YouTube-Kanal haben und oder auf anderen Videoportalen sowie auf sozialen Medien eigene Seiten und auf Kanälen diverse Beiträge oder Videos, auch Livestreams veröffentlichen, unterliegen der Impressumspflicht nach § 5 des Telemediengesetzes, kurz TMG. Solltest du mit deinem Kanal oder Seite Geld verdienen, wie Werbeeinnahmen oder Promotion und Sponsoring durch Produkte, das zählt ebenso dazu, dann würde das für dich zutreffen und du bräuchtest ein Impressum. Zu einem Sorry. Nein, so aufwärmen ist echt schwierig. Zum Impressum gehört unter anderem deine Anschrift sowie deine Telefonnummer. Die möchtest du sicherlich nicht veröffentlichen. Stell dir mal vor, ein Stalker. Oh Mann. Also stell dir mal vor, dieser Stalker, ein quasi Fan von dir, steht auf einmal vor deiner Tür oder ruft dich unter deiner Telefonnummer an. Du weißt ja nie, was solch ein Mensch vorhat und möchtest sicherlich nicht belästigt werden. Ich nutze selbst für meine Internetseiten den Service vom Vital Office Flat und ich kann dir diese Firma weiterempfehlen. Du bekommst eine eigene Adresse inklusive Rufnummer, die du im Impressum verwenden kannst. Eingehende Briefpost wird für dich eingescannt und an deine E-Mail-Adresse als PDF versendet. Auch Pakete und Geschenke deiner Abonnenten werden angenommen. Und wenn du das möchtest, kannst du das Paket einfach abholen oder dir zuschicken lassen. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine ladungsfähige Adresse, die du auch ganz offiziell und legal im Impressum verwenden kannst. Solltest du Interesse haben, dann geh bitte auf die Internetseite vom Virtual Office Flat und kontaktiere das Team persönlich. Weitere Fragen kannst du gerne als Kommentar hinterlassen. Gebe einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Alles Gute!